Hallo und herzlich willkommen zu Alte Schule Daily, eurer täglichen Webshow auf YouTube, Instagram und Facebook. Und wenn ihr Fragen habt, wenn es um die Softwareinstallation auf eurem Rechner geht, dann ruft mich doch gerne an. So ist es mir gelungen, gestern bei Rainer Braun am Telefon Skype zu installieren. Das bedeutet für uns alle tolle, tolle neue Folgen für Alte Schule Daily. Und Rainer Braun wäre nicht Rainer Braun, wenn er nur für ein Interview zur Verfügung stehen würde. Nein, er hat den Kanal quasi übernommen und ich darf hin und wieder mal eine Frage stellen. Er hat gleich 15 Folgen vorgeschlagen. Das heißt also für uns alle, Alte Schule Daily, der Nachschub ist gesichert. Ich habe aber auch noch ein paar andere Sachen auf Lager und so gab es unheimlich viele Reaktionen zur Folge am letzten Sonntag. Und dementsprechend muss ich heute die zweite Runde zeigen. Walter Röhrl im Porsche 911, Baujahr 1965, auf der Nordschleife beim Ultima Grand Prix. Und hier kommentiert er seine zweite Runde. Viel Spaß, bleibt gesund und bis morgen. Inzwischen läuft der Scheibenwischer konstant. Und wenn man schaut, es geht jetzt eine Rechtskurve. Ich lenke zwei Finger breit. Mehr habe ich nicht gelenkt bei der Rechtskurve. Und jetzt kommt eine Linkskurve, da bin ich vielleicht eine Handbreit, wo ich gelenkt habe. Also man muss um jeden Fingerbreite muss man geizen, wo man lenkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn er dann weggeht, rechtzeitig reagieren, sofort die Lenkung wieder aufmachen. Es gibt auch inzwischen viel Gischt. Das sind auch so Dinge, da kann ich ein bisschen aufpassen, dass ich ein bisschen versetzt fahre, wo weniger Gischt ist, dass ich besser sehe. Also es sind so Dinge, die auch natürlich gerade im Straßenverkehr unheimlich wichtig sind. Nicht das Auto vor mir ist das Ende der Welt, sondern ich schaue noch viel weiter vor. Dann erkenne ich, wenn da vorne irgendwas passiert, wenn da vorne irgendeiner bremst. Und dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, alles unter Kontrolle zu bekommen. Also immer weit vorausschauen, Informationen sammeln, das gibt Sicherheit beim Fahren. Immer voll konzentriert sein, offen sein für alle Informationen, das ist das Entscheidende, um da erfolgreich zu sein. Und wo es eigentlich gefühlt immer regnet, zumindest auf einem Teil der Strecke, ist die Nürburgring-Nordschleife. Deine Lieblingsstrecke. Kannst du deine Faszination dafür mal erklären? Nordschleife ist natürlich etwas, wo kein Platz für Fehler ist. Ne? Das ist das Besondere an der Nordschleife. Du hast Straße, 5 Meter Wiese, leitplanke Wald. Und das ist eben auch der Punkt, warum dort plötzlich so ein Rallye-Fahrer sich besser etablieren kann, wie wenn er nur auf einer permanenten Rennstrecke fährt. Weil er einfach weiß, wenn ich über die Grenze gehe, habe ich die Möglichkeit, das Auto wieder zu korrigieren. Und der Rennfahrer, der hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre so an diese Sturzräume gewöhnt, dass er sagt, okay, wenn es einmal nicht passt, habe ich Platz genug. Und diese Tatsache, dass er weiß, er hat jetzt keinen Platz, das bremst ihn schon ein. Also darum, also, ist für mich so, die Rennen wie Monte Carlo, da zeigt es auch, wer der Mann ist, der wirklich gut Auto fahren kann. Wenn kein Platz für Fehler ist und der Fehler sofort durch einen Crash bestraft wird. Ich bin ja nur ein Cup-Rennen in meinem Leben gefahren. Die Porsche wollten öfter, ich fahre so eine, wenn ich wo fahre in Monte Carlo, wo die Jungs wissen, die Mauern gehen nicht auf die Seite. Wir sitzen hier bei einer Brotzeit auf deinem Balkon mit Blick über deine Heimat St. Engelmar. Hier bist du fast täglich, wenn du zu Hause bist, mit dem Mountainbike unterwegs. Und vielleicht magst du uns mal verraten, was für körperliche Voraussetzungen man mitbringen muss, um im Motorsport vorne mitzufahren. Ein gewisses Bewegungsgefühl muss vorhanden sein. Ich bin als Kind schon ziemlich ehrgeizig gewesen, was Sport anbelangt. Ob das Tischtennis spielen war, Skifahren habe ich begonnen mit 6 oder 7 Jahren. Und habe das immer schon mehr wie die anderen betrieben. Und habe damit natürlich erstmal schon diesen Ehrgeiz gehabt, dass ich mich auf etwas besonders konzentriere, dass ich versucht habe, dort das S perfekt zu machen und habe dementsprechend dann auch schon in jungen Jahren Erfolgserlebnisse gehabt, die dich natürlich weiterhin anspornen, dass du das machst. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Du brauchst auch mal eben wieder mal Erfolg und dass du siehst, jawohl, ich bin auf dem richtigen Weg, wenn ich noch mehr trainiere, bin ich noch besser. Und das habe ich natürlich schon von Kind auf mitgebracht. Die Skifahrerei war natürlich, glaube ich, sehr nützlich beim Autofahren. Dieses Bewegungsgefühl, dieses Kurvenfahren, wann ich beim Skifahren das Tor, wann ich das anfahren muss, wie früh ich den Ski aufkante, damit ich an der Stange vorbeikomme, das hat etwas zu tun mit dem Rallyefahren. Haben dich deine Eltern unterstützt in deiner Sportlerkarriere? Absolut nicht. Nein. Also meine Eltern
Ich bin ja so ein nicht geplanter Nachkömmling nach dem Krieg gewesen. Die waren beschäftigt mit dem Wiederaufbau. Der Vater war ja Steinmetz, hat einen Steinmetzbetrieb aufgebaut, wo die Mutter natürlich auch voll engagiert war. Also die hatten gar keine Zeit zum Sport. So intensiv wie ich später an meinem Sport gearbeitet habe, so haben meine Eltern an ihrem beruflichen Erfolg gearbeitet. Die haben mir erzählt, dass also die Leute in der Umgebung, die wussten nicht, dass sie noch ein Kind bekommen haben. Weil meine Mutter war Tag und Nacht in der Werkstatt beim Vater und ich war ganz alleine. Und sie haben gesagt, sie haben noch nie ein Kind gehabt, das so brav war. Ich habe den ganzen Tag alleine verbracht und war kein Problem. Weiß nicht, was das für Auswirkungen hatte. Nachdem ich als Kind so brav war, bin ich vielleicht ein bisschen böser geworden, wo ich dann größer war. Aber das war also so ein Punkt. Ich glaube, ein Großteil spielt sich im Kopf auch ab. Du musst motiviert sein, du musst Disziplin haben, du musst Ehrgeiz haben. Nur dann kommst du dorthin. Und alles andere zu glauben, weil die Eltern der Meinung sind, du musst jetzt Rennfahrer werden und dir eine Go-Kart-Karriere präsentieren als Sechsjähriger, wenn das die Grundeinstellung nicht stimmt, nützt das alles nichts. Siehst du da Unterschiede zu heute? Ja, ich glaube, dass heute geplant wird. Es wird geplant, das Kind soll eine Karriere machen, das soll Rennfahrer werden. Und damit vergisst man gewisse Dinge, die man einfach vorher abchecken müsste. Hat der Talent, besonders für diesen Sport? Und bei mir war das so, Geld war überhaupt nicht vorhanden. Und durch den Freund, der das irgendwie entdeckt hat, habe ich halt das dann gemacht. Aber das Entscheidende ist, dass ich dann sehr früh gesagt habe, okay, ich will das. Ich stelle immer wieder fest, in den letzten Jahren, dass viele Kinder von den Eltern in eine Richtung gedrängt werden. Aber er selber will das gar nicht so sehr. Er will zwar berühmt werden, das hat ihm der Vater schon eingeredet. Ein Ding, das für mich ein Hinderungsgrund war, das zu tun. Ich wollte nicht berühmt werden. Und das sind die verkehrten Motivationen. Wenn einer einen Gedanken hat, er will berühmt werden und er möchte damit Geld verdienen. Damit ist das schon verkehrt. Also daran darf er überhaupt nicht denken, sondern er muss aus der innersten Stimme das Verlangen haben, dass er, so wie ich das hatte, ich wollte ja nur für mich wissen, ob ich ein Träumer bin oder ob ich ein Realist bin. Und da ist am besten das Rallyfahren in der Nacht, im Wald, kein Mensch. Das braucht keiner mitbekommen. Ich mache das nur für mich, um zu sagen, okay, du bist kein Träumer nicht, sondern du kannst was bewirken. Das war die Motivation. Und das, glaube ich, fehlt in der heutigen Zeit oft, dass diese jungen Leute durch irgendwelche Äußerlichkeiten dorthin gedrängt werden, Geld verdienen, berühmt werden, der Vater will es, die Mutter will es, die Mutter will, dass die Tochter Reiterin wird. Ob der Gefühl hat dafür oder nicht, das ist wurscht, das ist egal. Das muss alles schön langsam wachsen und da müssen auch natürlich gewisse Grundvoraussetzungen da sein. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich habe das Glück gehabt, dass ich halt einen Menschen getroffen habe, der mich in diese Richtung gedrängt hat. Ich selber hätte das nie erkannt, dass ich da Talent habe zum Autofahren. Aber der ist halt mit mir immer mitgefahren und gesagt, wie du Auto fährst, du musst Rallye- oder Rennfahrer werden. Du hast eine Wagenbeherrschung und das habe ich noch nie erlebt. Und dadurch bin ich auf diese Schiene gekommen. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende, dass man eine große Portion Talent mitbringen muss. Und dann vielleicht noch mit dem nötigen Ernst, Ehrgeiz, kann man dann etwas Besonderes leisten. Aber zu glauben, dass man das nur so nebenbei macht, also das funktioniert nicht. Also wenn man irgendwo in der Weltspitze sein will, musst du fokussiert sein nur auf ein Ziel und alles andere musst du zurückstellen. Und das habe ich eben gnadenlos in meinem Leben gemacht. Ich habe gesagt, als ich mal überrissen habe, dass ich vielleicht eine Chance habe, da etwas zu bewegen, habe ich gesagt, und jetzt probiere ich das 100% und alles andere interessiert mich nicht mehr. Ich mache nur Dinge, die mich zu meinem Ziel bringen. Und man könnte meinen, Memory-Spielen war ein wichtiger Teil davon. Denn du bist ja bekannt dafür, dass dein Beifahrer eigentlich beim Vorlesen nur noch mal kurz bestätigt, was du eh schon lange wusstest. Und es gibt die Anekdote, dass du zum Beispiel mal am Limit auf einer Wertungsprüfung einen Fotografen am Straßenrand hast stehen sehen und im Fahrerlager später hast du ihm gesagt, du, eine Kurve später wären die besseren Fotos bei rausgekommen. Also du merkst dir wirklich alles, was dir vor die Augen kommt, hast ein wahnsinniges Gedächtnis. War das Teil deiner Vorbereitung auf eine Rallye-Karriere? Hast du ganz früh bewusst angefangen, dein Gedächtnis zu schulen?
Nicht unbedingt, aber es ist genau richtig. Ich glaube, dass dieses fotografische Gedächtnis war natürlich, glaube ich, schlechthin beim Rallye-Fahren für mich der Schlüsselpunkt, weil ich eben mehr auswendig wusste wie die anderen. Man hat zwar beim Rallye-Fahren dieses GB-Buch, das man dem Beifahrer diktiert und der liest dir das vor, aber wenn du natürlich vor Augen genau die Lokalität hast und die Straße schon siehst, ist es ein großer Vorteil, bevor du nur nach den Informationen des Beifahrers fahren kannst. Aber ich weiß nicht, ob ich das mal in meiner Jugend, ob ich das gemerkt habe. Es ist sicherlich, die Skifahrerei war schon ein Weg dahin. Wenn du Slalom fährst, dann gehst du vorher den Slalom von unten nach oben durch und versuchst dir die Tore zu merken. Die Kombinationen, das Tor muss ich von hinten anfahren, das fahre ich von vorne an. Und das ist sicher schon eine Schulung gewesen, auch dieses fotografische Gedächtnis zu schulen und das auswendig lernen. Aber das habe ich nicht so oft gemacht, dass ich glaube, dass das der Schlüsselpunkt war. Das ist eine Gabe, die ich anscheinend mitbekommen habe und die dann natürlich besonders beim Rallye-Fahren einen großen Vorteil gebracht hat.